Ronaldo erwägt Karriereende in Brasilien. Der Weltfußballer deutete an, seine Karriere am Zuckerhut beenden zu wollen. In Brasilien habe er viele Freunde. Bei Real habe er viele Brasilianer kennengelernt und Kaká sei eine der Personen, die er am meisten respektiere. Corinthians und Flamengo seien zwei berühmte Clubs, so Ronaldo bei Globo. In Madrid steht der Angreifer noch bis 2018 unter Vertrag. Keine Verhandlungen mit Guardiola. Der Bayern-Trainer wird in der laufenden Saison nicht über eine Vertragsverlängerung sprechen. Dies sagte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge der katalanischen Zeitung ARA. Ich habe ihm gesagt, ich werde dich in den kommenden Monaten nicht wegen einer Verlängerung fragen. Vielleicht sprechen wir in der zweiten Hälfte von 2015, so Rummenigge. Der Kontrakt des Spaniers läuft noch bis Sommer 2016. Geldregen für Atletico Madrid. Der chinesische Milliardär Wang Jianlin ist für 45 Millionen Euro als Anteilseigner beim spanischen Meister eingestiegen. Der Deal wurde auf einer Pressekonferenz des von Jianlin geführten Unternehmens Wanda Group am Mittwoch in Peking bekannt. Demnach erwirbt der Unternehmer 20% der Aktienanteile des Clubs. Wang gilt mit einem geschätzten Vermögen von 15,5 Milliarden Euro als zweitreichster Mann Chinas. Aslan vor Wechsel. Der Mittelfeldspieler vom Hamburger SV steht vor einem Transfer zum türkischen Spitzenklub Beşiktaş Istanbul. Sie seien in Verhandlungen und gingen davon aus, dass sie sich einigen werden, sagte Sportchef Peter Knäbel am Mittwoch im Trainingslager in Dubai. Aslans Vertrag läuft im Sommer aus. Zuletzt spielte er in den Planungen von Trainer Joe Zinnbauer keine Rolle mehr. Als Ablöse sind 500.000 Euro im Gespräch. Ärger für Maradona. Die argentinische Fußballlegende bekommt Probleme mit der italienischen Justiz. Die Staatsanwaltschaft in Rom hat einen Prozess gegen Maradona wegen Verleumdung eines ehemaligen Präsidenten einer Inkassobetriebsgesellschaft beantragt. Er habe sich nur verteidigt. Dieses Recht sei in der italienischen Verfassung verankert, sagte Maradona laut seinem Anwalt. Italiens Finanzbehörden fordern vom Ex-Star des SSC Neapel die Zahlung von 40 Millionen Euro. Klopp hakt Königsklasse ab. Für den BVB-Coach ist die Qualifikation für die Champions League außer Reichweite. Die Teilnahme an der Königsklasse interessiere ihn nicht, sagte der 47-Jährige in der Sportbild. Stand heute hätte er kein Problem damit, die Liga zu halten und nächste Saison ein Jahr zu haben mit ganz viel Training. Klopp befürchtet selbst ohne Königsklasse keinen Aderlass beim BVB. Wenn es einen Spieler geben sollte, der wegen eines Jahres ohne Champions League woanders hin wolle, dann hätte er ihn komplett falsch eingeschätzt, sagte der BVB-Coach.